Das kommt drauf, was man macht. Man muss retten. Das ist schwer, aber nicht. Ich würde mich freuen, wenn die Leute, die den Kurs gemacht haben, rausgehen und Mut gefasst haben, wenn sie in eine Situation hineinkommen, etwas zu machen. Genau her schauen, dass ich mich auch berühren von Situationen, die ich nicht richtig finde, wo vielleicht auch eine Ungerechtigkeit beobachtbar ist. Es geht vielleicht manchmal darum, auch nur zu signalisieren, ich bin mit dem nicht einverstanden. Es geht vielleicht auch darum, irgendjemandem Hilfe zu holen oder vielleicht auch manchmal hintendrein, vielleicht auch noch zu schauen, kann man etwas gut machen, kann man irgendwo mit jemandem unterstützen. Und hat dann den Kindern gesagt, sie sollten Riesling sein. Das sind die sogenannten Werkzeuge für die Werkzeugkasten, die wir brauchen, um Zivilcourage zu zeigen. Und die Werkzeuge, die haben die Leute jetzt bekommen, auf ihrem Papier, ja, was sie anschauen können, was sie auch ausprobieren können, und schauen, bewährt sich das. Und wie ist, sind eure Namen? Einzel. Das ist einfach zu laut, das geht nicht. Also entweder hört ihr jetzt auf oder sonst kommt mit dem Schlauch und dann wird das alles weggespritzt. Gerade bei den Männern sind dort ein bisschen gefährdeter. Also ich habe mal jung gesehen, so, also, mit Salbzahn auch blöd, aber so nicht. Und sie sind anständig, zack, und jetzt und dann kommt plötzlich der Kampf. Und da muss man eben sagen, die Jungen, die sind zu Weg und die sind schon Respekt. Aber wenn man dann selber plötzlich die Ebene überschreitet, dann kommt man ins Feld aus Ekel. Das ist die grösste Gefahr, dass man die eigenen Emotionen mit im Griff hat. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit den Jungen oder mit den Jugendlichen, egal in welchem Alter, einfach redet und sie einbezieht, dass man da fast die beste Wirkung hat. Und zwar, dass man einfach mit nachmacht, okay, ihr kommt uns entgegen, ein bisschen leisiger, und dann geht er, und dann verkauft er, und morgen ist aufgeräumt, und dann ist gut, und dann könnt ihr übermorgen wieder kommen. Und dann merkt man, sie kommen her und sie halten sich an die Abmachungen. Und dann hat man am nächsten Tag den Mist nicht. Oder nicht so extrem. Ja, was soll es hergehen? Ja! Ja, das ist mir auch klar, dass ihr Minen herkommt. Aber ihr müsst auch verstehen, dass man euch Minen wieder so abtut. Ja, easy! Ich würde die Kinder auch
eine Lösung, dass es für alle zusammen. 4:10 Ja, ich ja. 4:10 aber weißt du, überall ist 10 fertig. Von mir aus kann ich ja, noch ein bisschen bleiben. Oh, vergehen, das hat sicher nichts dagegen. Aber nicht ja, das ist nicht dagegen. Wirklich? Es ist nicht in dieser Ausstellung. Ja, muss ich? Jenny! Ja, aber nur um die Zeit. Ja, es geht nicht. Es geht echt nicht. Nein, sonst habt ihr ein Problem, ihr könnt hier bleiben, aber ihr müsst euch einfach benennen, ihr müsst einfach ruhig sein und ihr sendet die Köder, das macht ihr jetzt, und mit Köder dann könnt ihr hier noch eine halbe Stunde bleiben, einfach in einer Acht. Oh, Halbstunde! Nein, aber ja, es gibt einfach Lampen von euch anders. Ja, es gibt einfach Lampen von euch anders, und sie einfach die Regeln überall. Ja. Wenn ihr euch benennt, könnt ihr bleiben, und wenn ihr blöd seid, dann müsst ihr gehen, dann müsst ihr am Morgen gehen. Hey, komm, Leute! Und du dann hast gesagt, ja, es gibt Konsequenzen. Da bin ich recht hellhörig geworden. Ja, das sind ja die Blöden. Und dann, als du zu mir bist, hast du gesagt, ich kenne dich, das haben wir recht. Also in dem Moment, ja. Dann hätte ich vielleicht auch aufgeräumt. Es soll kein Kampf sein oder kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Und das probieren wir halt immer wieder herzubringen. Und sie reagieren meistens so gut darauf. Das Problem haben wir relativ gut in den Griff bekommen dort, weil nachher sogenannte die Eltern sind aufgeboten worden, zu patrouillieren. Und dann haben auch gewisse Eltern gesehen, dass ihre Kinder unter Randalierenden sind oder die, die sich nicht entsprechend aufführen. Und da haben die Jungen nicht Freude gehabt, wie da plötzlich Eltern oder die Nachbarn auftaucht sind. Einfach nur patrouillieren. Ich muss nicht immer davon ausgehen, dass nachher die sagen, jawohl, ihr habt recht, das ist richtig, sondern die tun vielleicht sogar noch ein bisschen frötzeln. Aber irgendetwas bleibt gleich hängen und vielleicht machen sie es das nächste Mal dann nicht oder denken daran. Bern, meine Bern! Bern! Ja, schön. Ja, seid ihr in der Stadt gewesen? Oder? Ja. Schön, ja. Weisst du, ich habe die Hungerhose. Ja, Nadine, möchtet ihr gerne mit mir den Platz tauschen? Sehr gerne. Oh. Bitte die Musik abstellen, sonst hört man nichts. Welchen Kevin? Wie sind Sie? Welchen? Ja, das ist die dritte Station. Das weiss ich dann nicht. Das ist ein Problem. Oder was hier? No. Ja, andere ich fand es sehr gut strukturiert, sehr gut eingeführt, gute Themen, es ist eine super Schauspielergruppe, die Jugendlichen haben das sehr gut gespielt. Wir haben die Szenen beeindruckt von den Schauspielern. Es ist zwar schon gespielt, aber es kommt halt gleich so das 1:1 über. Dass man mal zurücktreten kann, oder? Meistens ist es so, dass man einen Schritt zurückgeht, aber nicht drei vorwärts. Die Gruppendiskussion, dass jemand ein Beispiel hat gebracht, dass man völlig etwas anderes macht, was verblüfft. Und da hatte ich das Gefühl gehabt, dass, ja, wenn wir das dann gerade in Sinn kennt, wäre das noch gut. Es hat ganz viele Ideen gegeben, man hat auch Sachen ausprobiert, die vielleicht manchmal nicht funktioniert haben. Oder? Und ich glaube, wir müssen so den Mut haben, hier in dieser Laborsituation manchmal Sachen mal zu machen, auszuprobieren. Was mich beeindruckt hat, war das Engagement der Leute, dass sie sich sehr mit diesen Fragen beschäftigt, auch in der Gruppenarbeit, aber auch im Spiel nähren, dass sie sich auch gewagt zu exponieren. Ja. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Szenen, die hier gespielt werden, jetzt auch verfilmt werden. Und was ist so der Sinn davon? Die Idee ist, dass man CD, eine DVD haben, wo man mit diesen Szenen arbeiten kann. Also wir spielen diese Szenen im öffentlichen Raum nach. Und dass man in anderen Settings, in der Schule, im KLW, in der Jugendarbeit, mit denen arbeiten kann, weil es haben nicht alle eine Theaterimprovisationsgruppe gerade zur Hang, wie wir das haben. Fräulein, würdet ihr bitte eure Musik abstellen? Fräulein! Was? Ja, würdet ihr bitte eure Musik abstellen? Stört. Steht irgendwo, dass man keine Musik darf haben? Ich habe nicht Lust, alles mitzuhören. Ihr tut doch euer Hörgerät ausschalten. Und übrigens, euer Gespräch vorhin hat mich auch gestört. Ja. So wie ihr redet, nein. Es hat kein Mensch gesagt, wir müssen zuhören werden mit dem Telefon. Ja, und nicht euer Fuss sitzt da ab dem Sitz. Andere Leute hocken daher. Nein, was ist los mit euch? Nein, das macht man einfach nicht. Habt ihr das nie gelernt? Ja, ich habe es nie gelernt. Ich komme da rein, ich werde angefügt von A bis Z. Ich mache keine
Ja, nein, aber das ist furchtbar. Früher hätten wir das so nicht können. Jedes Mal, wenn du ins Tram gehst, fahre ich dann nicht mehr dran. Muss man andere gehen sie wieder mit dem Auto. Aber ich glaube, jetzt lassen wir doch die Fifi gerade. Ja, nein, ehrlich, aber jedes Mal ist gestört. Beruhig dich jetzt.